Nach längerer E3-Pause sind wir wieder da, Feedback-Folge Nummer 6 und wir kommen weiterhin nicht aus den etwas kontroverseren Diskussionsthemen raus. Ich habe deswegen extra mein hellblaues Hemd der Völkerverständigung angezogen und Daniel Vesarius eingeladen. Hallo. Den Projektleiter von GameStar Plus. Ja, jetzt, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben mit GameStar Plus quasi einen erweiterten Premium-Service eingeführt. Das heißt, wenn man für GameStar Plus im Monat ab 2 Euro, ja, bis zu 5 bezahlt, dann kriegt man die Seite werbefrei, kriegt Zugang zu einigen exklusiven Inhalten auf der Seite. Und natürlich gab es darauf ein erhebliches Echo aus der Userschaft. Mit dem werden wir uns beschäftigen. Erzähl mir mal ganz kurz, wie lange hast du jetzt an GameStar Plus gearbeitet, Daniel? Also insgesamt so von den ersten Ideen, von der Beobachtung, dass das mit der Adblock-Quote langfristig so nicht funktionieren kann im Internet, und dem bekannten Thema der sinkenden Printauflagen, die jetzt nicht nur die GameStar betrifft, sondern fast den gesamten Printmarkt, aber da vor allen Dingen natürlich die IT-bezogenen Medien, würde ich sagen, das ungefähr 2 Jahre, 1,5 Jahre, so, das war so die Konzeptphase, und jetzt sind wir ungefähr so seit 9 Monaten wirklich in einer aktiven Umsetzung, das heißt Programmierung, Entwicklung von einer CI, Verhandlung von bestimmten Funktionen, beispielsweise in Vollversionen, genau. Mhm. Und mal blöd gefragt, du hast jetzt hier locker 1,5 Jahre viel Zeit investiert, hast gerade jetzt zuletzt Dutzende Wochenenden durchgearbeitet, ja, an einem Projekt, von dem du wissen musstest, dass ein Teil der Nutzerschaft dich dafür hassen wird, wenn es dann rauskommt. Wie war das so? Stelle ich mir schon ein bisschen hart vor. Also diesen speziellen Fakt, der war natürlich klar, dass nicht jeder User das total super finden wird, was wir dort tun. Aber das war jetzt im Vorfeld der Entwicklung jedenfalls, sagen wir mal, kein psychisches Problem oder so. Also die Sachverhalte, die die User jetzt diskutieren und die Sachen, die den einzelnen User nicht gefallen, die waren uns durchaus auch klar im Vorfeld. Also wir haben sehr kontrovers über die einzelnen Richtungsentscheidungen auch intern im Vorfeld diskutiert. Von daher war mein Prinzip, mein Wunsch und meine Aufgabe, letztlich ein gutes Produkt für die User hinzustellen, die sich sowas vorstellen können. Und das war das vorrangigste Ziel und damit haben wir uns auch beschäftigt. Okay, dann schauen wir in unsere Mailbox, was denn das Volk so gerne von dir wissen möchte. Schon wieder zu viel auf einmal rausgeholt. So. Post und Briefkasten hier im digitalen Zeitalter. Ja, wir sind hier oldschool. So, wir haben diesmal nicht so ein richtiges Hauptthema. Ich habe deswegen jetzt eher so Fragen, die so grundlegende Fragen sind. Und das sind alles Kommentare diesmal von der Webseite aus den Kommentaren, weil als ich angefangen habe, den Thread unter dem GameStar Plus Artikel zu bearbeiten, waren es 560 Kommentare. Jetzt sind es schon über 600. Ja. Das heißt, diesmal leider kein Facebook und so. Ich habe da mal drauf geschaut. Das ist auf allen Kanälen mehr oder minder das Gleiche. Deswegen habe ich mich jetzt hier mal auf die Kommentare direkt auf unserer Seite beschränkt. Und es geht los mit Das Opa. Und der schreibt: So, extrem nervige Werbung, die 90% der Leute blocken, ist also besser als unauffällige, passende und gute Werbung, welche von 80% der Seitenbesucher geduldet wird. Und auch da, das ist so stellvertretend für was ich sehr viel diskutiert gesehen habe. Die Frage, wenn wir die nervige Werbung komplett abdrehen würden, dann schalten quasi alle Leute ihre Adblocker an, würden wir damit dann nicht mindestens genauso viel Geld verdienen? Jein. Also die Rechnung ist sehr kompliziert und auch jetzt natürlich nicht in jedem Einzelfall darzulegen, aber um mal ein paar Beispiele zu nennen, ich habe die Kommentare ja auch alle gelesen. Und nehmen wir mal das Beispiel der Amazon-Banner, die wir ausliefern, wenn ein User mit Adblocker auf unsere Seite kommt. Allein, wo man meinen würde, dass das jetzt natürlich auch sehr einträglich wäre und so weiter und vielleicht auch reichen würde, aber da reden wir wirklich über Summen, die jetzt noch nicht mal, bei weitem nicht ausreichen, um eine einzige Redakteurstelle im Monat zu bezahlen. Ganz anders ist es mit einigen groß angelegten, sagen wir mal, Multimedia-Kampagnen, wo vielleicht eine schon ausreicht, um eine Redakteurstelle zu bezahlen. Also wir reden wirklich von massiven Diskrepanzen. Das Problem ist uns allerdings intern natürlich auch bewusst. Und uns ärgert das durchaus auch, dass manchmal Banner dort auf den Seiten sind, die auf einer GameStar auch unserer Meinung nach nicht hingehören. Allerdings muss man da auch unsere Anzeigenabteilung in Schutz nehmen. Die arbeiten auch mit Partnern. Die versuchen, diese Partner darauf hinzuweisen, dass bestimmte Sachen nicht gehen. Und immer mal wieder rutschen leider Sachen durch, die dann entweder technisch nicht in Ordnung sind
Oder die, wie diese Japano-Lollipop-Werbung, die auch einige als Beispiel genannt haben, die einfach nicht passen zum Angebot der GameStar. Wir versuchen schon seit Jahren, da tatsächlich auch von der Anzeigenabteilung aus mit den Anzeigenkunden und auch den anderen Anzeigennetzwerken, weil es werden nicht alle Anzeigen werden ja nicht direkt von unserem Anzeigenteam verkauft, sondern viele kommen auch über Google Services oder durch andere Dienstleister dann in einer Art Zweitvermarktungskette auf die Seite. Tatsächlich ist es so, dass die sogenannten Tausender-Kontaktpreise, nach denen Anzeigen berechnet werden, sehr stark schwanken. Je nachdem, was ich für ein Werbemittel habe, je nachdem, was es für ein buchender Kunde ist, je nachdem, was es für ein Zeitraum auch ist, wie stark ist die Seite ausgelastet. Und da variieren die Preise extrem. Und es ist leider so, dass die Sachen, die wirklich einträglich sind und die so eine Seite finanzieren könnten, eben nicht immer in voller ausreichender Menge verfügbar sind und leider eben manchmal auch, und da sind wir dran, aber manchmal gibt es eben auch Fälle, wo es dann leider nicht ganz funktioniert, wo es in einem Browser sondern so ein Werbemittelprobleme macht, was es nicht sollte. Weil wir haben uns eigentlich fest vorgenommen, es gibt keine Videos zum Beispiel mehr, die automatisch mit Ton starten. Das ist eigentlich eine Regel. Das heißt, wenn hier Leuten was auffällt, was dagegen verstößt, dann bitten wir da wirklich um Nachricht und dann werden wir uns auch kümmern. Ja. Aber das kann leider immer wieder passieren. Wir werden versuchen, das zu verstärken. Wir werden versuchen, den Einsatz von Flash zu reduzieren und durch HTML zu ersetzen, damit die Seite auch vernünftig, auch auf nicht so schnellen Tablets vernünftig funktioniert. Das ist aber ein beständiges Arbeiten. Und ich habe auch gesehen, dass einige User, die schon vor längerer Zeit mal ihren Adblocker abgeschaltet haben, durchaus auch sagen, ja, das ist besser, als vorher, und die, also als ein paar Jahre vorher. Und die Frage ist immer, wo ist die Grenze des Erträglichen? Und da, wo sie teilweise, als Beispiel wird auf Heise oder Spiegel gebracht, das ist sicherlich in so einem Entertainment-Umfeld auf einer GameStar.de leider nicht das Werbemittel, das ausreicht, um die Seite zu finanzieren. Mhm. So, und jetzt muss man eben die Balance hinkriegen zwischen dem, was irgendwie gut aussieht, was vielleicht auch Spaß macht, weil Werbung kann ja durchaus auch interessant sein, aber sie kann eben auch problematisch sein, gerade im Internet. Und wir müssen einfach gemeinsam mit den Usern jetzt schauen, dass wir einen vernünftigen Mittelweg finden. Das wird aber wirklich eine kontinuierliche Arbeit sein, die wir schon angefangen haben, aber die noch nicht zu Ende ist. Ja, verweise nochmal auf die Feedback-Folge mit dem Markus Schwertl, das war die vorletzte. Da haben wir auch über diese ganze Werbegeschichte sehr ausführlich gesprochen, also für jetzt mal Hinweis an die Nutzer sozusagen. Eine Sache noch mal ganz kurz, nur um das nochmal zusammenzufassen und herauszuheben, was du eben sagtest mit dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, was du sagtest im Grunde genommen, die Werbung, die die Leute auf Spiegel und Heise sehen, die sie so akzeptabel finden, das ist eine Art von Werbung, die für Spiele oder so quasi gar nicht hergestellt wird. Ist das richtig? Also das ist nicht die Art Werbung, die gebucht wird? Ja, das ist nicht ganz so korrekt, aber es ist halt so, dass die Leute, die viel Geld für Spielewerbung ausgeben, in der Regel eben ihr Spiel als Entertainment-Produkt begreifen, so wie eben Hollywood ihren Film auch als Multimedia-Entertainment-Produkt begreift. Und dann nimmt man eben oder bevorzugt man eben durchaus andere, sagen wir mal, Erscheinungsformen von Werbung, als wenn ich jetzt, was weiß ich, vielleicht irgendein Business-Software-Produkt darstellen möchte. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Sache, die Schwierigkeit. Ja. Und diese, weißt du, jetzt aktuell wurde ja viel genannt, dieses Destiny-Banner, glaube ich, dass sich da so komplett über die Seite legt, wo oben ein rotes X ist, das man erstmal schließen muss und sowas. Das ist aber dann wahrscheinlich die Werbung, die halt wirklich Kohle abwirft, im Gegensatz zu den subtileren Werbungen. Jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Ist das so ein Pop-up mit Video drin? Ist ein Overlay. Ja, das ist so grau über die Seite drüber und dann mit quasi dann der Werbeinhalt und oben ist halt so ein schließender Button. Aber es läuft ein Video. Ich meine, ich bin recht schnell im Schließen. Also ich habe jetzt natürlich in den letzten Tagen nicht jeden aktuellen Banner sehen können, ja, aber die Sachen, die, sag ich mal, um sich die gesamte Seite sich legen, also diese sogenannten, bei uns werden sie Brandgate genannt, da hat ja jede Anzeigenabteilung einen eigenen Begriff für, die sind schon eher die beliebtere Werbeform von Anzeigenkunden, ganz klar, im Vergleich zu dem typischen schmalen Banner über der Seite. Oder und so. Erheblich lukrativ. Ja, das gibt da extreme Unterschiede. Das mag man vielleicht als Ausschnittstehender nicht glauben. Eine Sache, die man vielleicht noch anfügen kann, weil das ja auch in den Kommentaren teilweise rüberkam, es ist tatsächlich nicht so, dass der Klick immer ausschlaggebend ist für die Bezahlung. Also viele Werbung tatsächlich wird bezahlt über das, wie oft wird sie einem User angezeigt. Mhm. Ja. Okay. Kommen wir mal weiter. Hier ist HawkS73. Der hat ganz viele Kommentare, recht ausführliche Kommentare hinterlassen in dem Thread. Habe ich bestimmt den einen oder anderen schon gelesen. Ganz, ganz bestimmt. Also sind scharf, aber durchaus, sage ich mal, relativ ausführlich argumentiert. Und der bringt hier einen Punkt, den ich immer wieder gesehen habe. Das ist einer von den Punkten, über die wir beide zum Beispiel auch recht kontrovers diskutiert haben. Und zwar schreibt er, ich zahle schon für das Heft, das im Prinzip zu 80% aus den Inhalten von GameStar.de besteht.
und soll jetzt nochmal 2 Euro pro Monat drauflegen, damit ich Inhalte sehen kann, die dann etwas später im Heft erscheinen. Ja, und das ist ja einer der großen Diskussionspunkte, ist dieses, ich bezahle, wenn ich schon für das Heft bezahle, dann soll ich nochmal für die Webseite bezahlen. Ja, das ist ja so ein Stein des Anstoßes. Warum müssen Abonnenten, warum müssen Heftkäufer nochmal zusätzlich auf der Webseite bezahlen? Weil letztlich beide Seiten, also das Heft wie auch die Website, ihre eigenen Kostenstrukturen haben, die wir jetzt rein brutal aus einer brutalen Business-Perspektive halt natürlich auch unabhängig von davon betrachten können. Und das ist auch der Grund, warum wir eben sagen, wir wollen den Printkunden halt einen Bonus geben. Deswegen gibt es einen sehr starken Rabatt von bis zu 60%, je nachdem, für was für einen Tarif man sich entscheidet. Aber es ist leider nicht abbildbar, das komplett kostenlos zu machen. Dafür ist, so blöd das vielleicht auch klingt für viele Leser, dafür ist unser Print-Abo zu billig. Ist leider so. Mhm. Und wir haben eben eine Server-Infrastruktur, die wir bezahlen müssen. Wir haben Traffic, den wir bezahlen müssen. Und im Print sind es eben die Druckkosten, die Seiten, die Druckerei und so weiter, die bezahlt werden müssen. Und man ist es ja so, dass du auf einer Gamestar.de schon auch anderen oder einen zusätzlichen Content in Teilen kriegst als im Heft. Also diese Breite der News-Berichterstattung in der Form ist im Heft ja nicht da. Da sind, glaube ich, irgendwie 5 Seiten oder 6 Seiten News noch drin, während du im Internet wahrscheinlich jeden Tag bei uns 3 Seiten News umgelegt auf so einen Printumfang bekommst. Dann ist der Hardware-Teil im Online wesentlich größer und ich glaube, du hast auch mehr Videos. Also es gibt verschiedene Bereiche, aber es sind auch einfach Kosten, andere Kosten, die auf den jeweiligen Objekten sind. Also ich meine mal, das ganze Thema Content Management, also wer stellt die Artikel am Ende live, wer bucht sie ins Redaktionssystem ein? Das sind alles Kostenfaktoren, die eine Website alleine betreffen. Und wenn, wie gesagt, unser Abo, sage ich mal, 20 Euro teurer wäre, wäre es wahrscheinlich auch anders gelaufen. Ich möchte daran erinnern, auch dass der, sagen wir mal, indirekte Vorläufer von GameStar Plus, also GameStar Premium, war ja auch aufpreispflichtig für Abonnenten. Ich glaube, jetzt ist die Ersparnis sogar größer, müsste ich nochmal im Detail nachgucken, aber damals gab es diese riesigen Aufregungen nicht. Ja? Und das ist wirklich bedingt einfach dadurch, dass einfach beide Sachen ihre eigenen Kosten haben. So blöd das auch klingt, es geht leider nicht anders. Okay. Ich weiß, wir haben auch darüber gesprochen, ihr wolltet das am Anfang möglichst simpel haben, also nicht 15 verschiedene GameStar Plus Varianten. Ja. Ist es vorstellbar, dass das aber sich in Zukunft nochmal erweitert, weil es kam ja auch häufig so die Frage nach einem GameStar Plus pur Account ohne irgendwelche Extras, nur Werbefreiheit zum Beispiel. Ja. Wollt ihr das noch vielleicht irgendwie ausbauen? Also generell werden wir GameStar Plus kontinuierlich weiterentwickeln und wir haben jetzt halt das ganze Feedback, vielen Dank auch dafür, quasi über alle Kanäle eingesammelt. Das Thema GameStar Plus Lite war da eins, was vielen am Herzen lag. Wir werden uns das mal genauer anschauen. Wir werden jetzt erstmal sicherlich noch ein paar Sachen bei GameStar Plus als solches weiterentwickeln und hinzufügen. Und dann wird man sich ein bisschen einfach angucken, wie ist da mal die Rechnung letztlich und wie erfolgreich ist GameStar Plus. Und dann wird man sich das anschauen. Ich kann das jetzt nicht sagen, ob wir es machen oder ob wir es nicht machen. Weil es ist ja immer so eine Sache, wenn jemand schreibt, er würde es dann kaufen, dann man weiß es immer dann nicht, ob er es dann wirklich tut. Und macht der 1 Euro Unterschied jetzt im Braten wirklich so fett? Aber wir werden es uns auf jeden Fall genau angucken. Ja. Okay. So, letztes großes Thema nochmal von Floppy, also letzte Grundsatzdiskussion. Und der schreibt, insgesamt hat IDG 2013 95 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ich habe vor der Sendung mal kurz nachgeschaut. Ich glaube, das ist die 2012er Zahl. Ich glaube, 2013 waren wir tatsächlich bei 92, irgendwas. Aber die Zahlen, die jetzt kommen, sind korrekt. Und zwar schreibt er weiter, 41% davon sind durch digitale Medien. 2012 waren das nur 37%, das heißt, der Anteil der digitalen Medien steigt. Und die Message, die so dahinter steht, ist so ein bisschen, IG verdient eigentlich sowieso schon ein Schweinegeld, ja, und jetzt wollen sie die Nutzer noch mehr aussaugen. Das ist also quasi immer so ein bisschen angezweifelt, dass wir das tun aus einer Notwendigkeit heraus, sondern aus purer Gier. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie notwendig ist denn GameStar Plus? Also ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht unsere Geschäftszahlen hier offenlegen, aber es ist in der Tat so, dass es notwendig ist. Ja. Ja, also ich meine, wer die Diskussion um das Thema Adblocker oder generell, wie überleben hochwertige journalistische Inhalte im Internet in den letzten Jahren verfolgt hat, da gab es Spiegel, hat da lange was zugemacht, Golem und auch andere Seiten, der das so ein bisschen verfolgt hat, der auch sieht, wie die Printauflagenzahlen sich entwickeln. Ich glaube, wir sind jetzt noch bei 70.000 oder 80.000 IVW-verkaufte Auflage. Wir kommen, da war ich auch schon bei GameStar, da haben wir 364.000 gehabt. Wir haben eine ganze Feedback-Folge dazu mit André Horn übrigens. Genau, jetzt gibt es natürlich welche, die sagen, das liegt nur daran, weil ihr die Inhalte im Netz zur Verfügung stellt. Das glaube ich persönlich nicht. Das liegt ja daran,
Einmal natürlich an der Zeitenwende, es liegt aber auch gerade spezifisch beim Thema PC-Gaming daran, dass das Gerät, mit dem die Leute spielen, ist das Gerät, mit dem sie auch sofort im Internet sind, einklickt. Das heißt, die Informationen von dem Gerät ausgehend, mit dem ich spiele, zu den Informationen über Spiele, ist so unglaublich nah, dass es einfach naheliegend ist, dass Leute dort das Internet benutzen und nicht jeder einfach heute noch ein Printheft haben will. Viele möchten das, andere möchten es nicht. Mhm. Die Zahlen, die du hier skizziert hast oder die der User dort zitiert, sind natürlich so, IDG ist nicht die GameStar alleine. IDG hat eine Vielzahl von Medienmarken, das ist sowohl im Businessbereich wie im, sagen wir klassischen, die Firmen nennen dazu Consumer, aber wenn es wirklich mit dem Leser das Geschäft im Prinzip ist, also der Leser zahlt für das Produkt, was er möchte, das ist der Bereich bei uns und da gibt es eben die ganzen Business-Geschichten, wo es da eher um Sachen geht, wie also Business-Kunden miteinander reden, also wie verkauft IBM Serveranlagen an was weiß ich wen und worauf muss man achten, wenn man sich darauf einlässt und solche Geschichten, das sind die Fragestellungen, die auch einen großen Anteil bei IDG insgesamt ausmachen. So, und wenn man jetzt sieht, dass wir dort die Online-Zahlen irgendwie auf 41% Umsatz stehen hier. Ja, also 41% von diesen 95, schreibt er, genau. Wären quasi, also eigentlich sind es die 37. Genau. Der lange Rede, kurzer Sinn, der entscheidende Punkt ist einfach der, die größere Nutzung passiert im Internet. Mhm. So, das heißt, diese Quote müsste ich also eigentlich über 50% haben. Mhm. Ja. So, plus also natürlich, man muss auch dazu sagen, das sind Umsatzzahlen, das sind keine Gewinnzahlen. Ne? Es gibt auch viele Unternehmen, die zwar sehr viel umsetzen, aber durch ihre Kostenstruktur dann hinterher trotzdem unterm Strich nicht so supi dastehen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Aspekt im Internet. Ja, durch die Tatsache, dass die Finanzierung bisher, und das ist eben der Schritt, den wir mit GameStar Plus eben ändern wollen, bisher im Internet fast ausschließlich durch die Anzeigenkunden passiert. Ja, das war im Print früher ganz, ganz anders. Da hat der Leser für das Produkt, was er mochte, bezahlt und damit die Basis gelegt für eine gesunde, sagen wir mal, Daseinsberechtigung finanzieller Art. Weil so blöd das auch ist, wenn es die GameStar lange noch geben soll und auch andere hochwertige Magazine, nicht nur in unserem Segment, sondern allgemein, dann wird sich diese Frage, wer zahlt am Ende, auch im Internet stellen. Und wir haben jetzt diesen Schritt uns getraut und gemacht. Wir haben dafür hart intern diskutiert. Aber er wäre sicherlich nicht so ausgestaltet werden, wenn das eine rein optionale Geschichte wäre, sondern es ist wirklich eine Notwendigkeit, um langfristig die Weichen in die Zukunft zu stellen. Und ich meine, von dem Feedback, was ich bekommen habe, gibt es zumindest ein paar, die dafür Verständnis haben. Wir haben auch schon einige Bestellungen. Vielen Dank dafür. Wir werden versuchen, dieses Vertrauen wirklich auch zu bestätigen. Und was wir auch gesagt haben, unser Anliegen ist wirklich jetzt gemeinsam mit den Usern dieses Thema weiterzuentwickeln. Ja. Wir möchten, dass der User da auch weiß, er zahlt dafür und das ist im Prinzip seine Redaktion. Mhm. Alles klar. Super, damit haben wir die grundlegenden Themen durch. Jetzt kommen die anderen. Da müssen wir möglich, wenn möglich, ein bisschen flotter werden, damit wir haben recht viele. Versuchen wir heute langsam zu sprechen. Du musst nicht, eigentlich musst du schneller sprechen oder kürzer antworten. Ja, okay. Aber die Leute sagen mir immer, ich soll nicht hetzen in der Sendung. Deswegen, okay, wir schauen mal, wie viele wir unterkriegen. Lev Aris fragt, warum warnt mich zum Beispiel mein Browser vor dem GameStar SSL-Zertifikat, wenn ich auf den Plus-Bestellvorgang gehe? Da ist wohl was schiefgelaufen. Irgendwas ist mit unserem SSL-Zertifikat kaputt. Kannst du irgendwas zu unserem SSL-Zertifikat sagen? Das ist korrekt, nach all dem, was ich weiß. Mhm. Das heißt, wir haben den Fall, glaube ich, auch schon, habe ich schon unseren Entwickler weitergegeben, dem gehen wir nach. Das ist auch eine vereinzelte Meldung. Wir haben, glaube ich, jetzt 2 oder 3 Berichte davon bekommen und alle anderen offenbar kein Problem. Es sollte auch nicht sein. Es kann ein Cache-Problem sein. Wir gucken uns das an. Also das ist natürlich klar, dass das Zertifikat stimmen muss. Also ein Bug sozusagen. Ich vermute es, ja. Okay. Dann schreibt Blackstar 23, 2 Euro sind fair, aber kein PayPal, kein Paysafe. Kommen noch weitere Zahloptionen? Ja, selbstverständlich. Ja. Also PayPal wundert mich jetzt auch. Ich habe von einigen Usern den Bericht bekommen, dass es eigentlich doch schon ginge für Abos. Wir haben von unserem Dienstleister gehört, dass es nicht geht. Vielleicht geht es bei ihm derzeit noch nicht. Mhm. Aber PayPal wird sobald möglich halt integriert. Wir müssen natürlich schauen, was die am Ende wieder für Gebühren haben wollen. Weil wir haben momentan das versucht so zu gestalten, dass der Preis immer fix ist, unabhängig von der Zahlmethode. Ich hoffe, das können wir auch mit PayPal halten. Dass wir dann nicht plötzlich wie einige andere Online-Shops noch Aufpreis für die verschiedenen Zahlmethoden verlangen müssen, das hoffe ich nicht. Mhm. Aber PayPal wird so bald kommen, sobald es geht.
Okay. Und die anderen Zahlungsmethoden wie PaySafeCard wurden noch angefragt und so, die gucken wir uns dann halt nach und nach an. Ja. Alles klar. Ist PayPal, ist das richtig? Ist das das, was als nächstes so ein bisschen auf dem Programm steht? Es hängt immer so ein bisschen davon, wenn die Transaktionsgebühren nicht so hoch sind? Es hängt auch ein bisschen davon ab, wann der Dienst. Wir haben, wie gesagt, wir implementieren die natürlich jetzt nicht alleine, weil da müssen wir noch sowas Ähnliches wie eine Banklizenz beantragen, wenn wir diese ganzen empfindlichen Zahlungsinformationen bei uns speichern würden. Also überlassen wir Leuten, die sich da besser mit auskennen. Sobald möglich. Also ich denke aber tendenziell, dass PayPal das erste sein wird, was wir dann bei den Zahlungsmethoden dazu nehmen. Okay. Von Scorp, der schreibt, in der Plus-Kontoverwaltung fehlen Angaben darüber, wie lange das aktuelle Abo noch läuft und bis wann es kündbar ist. Außerdem vermisst er einen einfachen Button zur Kündigung. Gibt es da Abhilfe? Ist da Abhilfe in Sicht? Angaben, wie lange das Abo noch läuft und so? Das klingt schon nach sinnvoller Nachfrage. Das klingt schon nach sinnvoller Nachfrage. Auch das ist auf jeden Fall auf der Liste von den Sachen drauf, die wir als erstes oder als eine der ersten Sachen hinzufügen. Mhm. Momentan geht Kündigung halt immerhin ganz einfach per E-Mail an kundenservice@gamestar.de. Das reicht auch. Okay. Aber das ist Ausbau UKZ ist sicherlich auch eine der Sachen, die wir relativ zeitnah, ich kann jetzt keinen Zeitraum genau nennen. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen auf der Liste und da werden wir jetzt halt schauen, was machen wir zuerst. Aber der Absicht ist schon, dass wir permanent daran weiterarbeiten und das ausbauen. Mit zu der Frage gehört diese ganze Geschichte mit automatisch verlängerndes Abo, muss das denn sein? Wir haben uns das lange überlegt, auch intern lange darüber diskutiert. Die Entscheidung war nicht ganz einfach. Also, wie der Begriff schon sagt, den du gerade nennst, Abo ist in der Regel ein Abo. Wir haben lange überlegt, ob wir es automatisch auslaufen lassen sollen. Es ist einfach eine schwierige Balance, weil die Hürde ist natürlich jetzt höher, wenn wir ein Abo anbieten, was wir jetzt gerade tun, als dass ich eben einfach was mache, was ausläuft. Ja. Wir haben allerdings auch anders, sage ich mal, als jetzt ein multinationaler Konzern oder Bude wie was weiß ich, Spotify und sonst wer, die den gesamten weltweiten Markt abdecken können, natürlich einfach auch einen kleineren Kundenkreis und müssen überlegen, wenn wir das einfach automatisch auslaufen machen, wie viele Leute denken dann auch wirklich daran? Weil wir bieten eine extrem kurze Kündigungsfrist an, die ist komfortabel per E-Mail machbar. Zwei Wochen, selbst beim Jahrestarif. Also das ist jetzt wirklich nichts Schwieriges. Man kann auch, wenn man einfach quasi diese Funktion, die du gerade beschreibst, haben will, das kann man natürlich indirekt auch dann so direkt dann halt quasi machen. Aber ich will es nicht für alle Zeiten ausschließen, dass wir diese automatische Kündigung irgendwann mal abschaffen. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass das dann vielleicht ein bisschen mehr Geld kostet, weil natürlich für uns das auch Planungssicherheit ist. Ja, ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Und es ist ein relativ niedrigerer Preis. Ich kann vielleicht dann noch hinzufügen, auch wenn wir nicht mehr so viel Zeit haben, weil ja auch einige Leute gefragt haben, 1,99 für Heftabonnenten, 2,99 für Online-Leser ist ja dann doch relativ teuer. Wenn man bedenkt, was da, sag ich mal, an Kosten, die man auch von außen, sag ich mal, formal sehen kann, drauf ist, die nicht, sag ich mal, zu uns kommen, sind alleine 20% des Betrages sind Mehrwertsteuer. Das vergisst man halt gleich, das sind 20%. Dann habe ich eben noch die Transaktionskosten, die auch bei jeder Buchung anfallen. Also der Zahlungsdienstleister zieht nochmal quasi Prozent herunter. Genau, und dann natürlich auch jemand, der die Abo-Verwaltung macht und so weiter. Also das ist... Da kommt hinterher nicht es quasi kommt nicht 2,99 es kommen nicht 2,90 bei uns an. Ja, genau. Ja, genau. Und umgekehrt, also nur mal so auf den Punkt, das ist quasi so ein Unterschied, was für den einen halt Komfort ist. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will jetzt nicht jeden Monat hingehen und das nochmal neu anstoßen müssen. Genau. Das ist halt für den anderen aber genau das, wo er denkt, ich will aber umgekehrt jetzt erstmal nur ausprobieren. Genau, also da kann man... Probeabo, vielleicht kannst du da, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst. Wird es ein Probeabo irgendwann mal geben? Im Prinzip haben wir ja ein Probeabo. Wenn man dann sagt, man möchte es einfach mal probieren, dann also, kann man für 4,99 als reine Online-Leser ist einfach ein kostenloses Probeabo natürlich. Ja, aber wie gesagt, das ist halt, wir machen das natürlich, wir hatten ja vorhin die Frage, warum ist es nicht kostenlos für Printleser, warum ist es nicht kostenlos für alle oder so. Wir machen es natürlich aus den genannten Gründen. Ja. Wir wollen mehr Geld. Ja. Letztlich wollen wir die redaktionelle Qualität von der GameStar weiter steigern. Das ist der Grund, warum wir das Ganze machen, letztlich. Ja, genau. Okay. Machen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Ah, genau. Kann man, Sir Wuffy fragt, kann man mit GameStar Plus dann auch mal ein für 16:9 Monitore angepasstes Seitenlayout einstellen? Das heißt also, auch das ist eine Frage, die häufiger mal kommt. Wird sich daran vielleicht was ändern mit GameStar Plus, dass wir da... Mit GameStar Plus haben wir zumindest bessere Möglichkeiten als auf einer werbefinanzierten Version der GameStar.de. Das ist klar, weil ich da eben nicht darauf angewiesen bin, dass bestimmte Werbeformate
da passen. Mhm. Ich denke generell, wenn wir jetzt mal irgendwann, wird auch mal wieder ein größerer Design-Relaunch von der GameStar anstehen. Ich glaube jetzt nicht dieses Jahr, aber irgendwann. Mhm. Und dann ist das ganze Thema ja eh responsive floating design. Wie entwickelt sich die Ausgabe auf den verschiedenen Endgeräten, vom Smartphone bis zum Desktop-PC? Und da, sage ich mal, irgendwann Horizont 4K-Monitore. Ist ja eh eine akute Frage. Und gerade bei den 16 zu 9 Screens, die seit geraumer Zeit verbreitet sind, wo man im Prinzip immer nur die Hälfte nutzt. Und es gibt eben viele Leute, die surfen gerne im Vollbild. Das wird sicherlich ein Thema sein, was irgendwann die GameStar.de auch bieten wird. Okay. Bieten muss, meines Erachtens. Eine machen wir noch. Ich glaube, die geht schnell. Und zwar schreibt hier Zocker 1994, er hält das für einen guten Schritt. Da ist einer von denen. Das freut uns. Schreibt, aber ihm fehlt noch eine App für das Windows Phone, um völlig zufrieden zu sein. Er meint wahrscheinlich die News-App, ja. Ja. Kommen Windows Phone Unterstützung für unsere GameStar-Apps? Bei uns ist, ja, das, wir sind da immer noch am Diskutieren. Bei uns ist einfach so, die Apps sind eh so eine Sache, wo wir nicht so genau wissen, wie das, sagen wir mal, perspektivisch mehrere Jahre hinweg weitergeht. Wenn es jetzt rein um die News-App geht, ist es nicht ausgeschlossen. Wir denken da permanent drüber nach, aber wenn man natürlich die Nutzerzahlen vergleicht, so brutal das auch ist, sind iPhone und Android da halt weit vorne. Aber momentan entwickelt sich auch Windows Phone gut. Das heißt, also letztlich sind wir wie alle anderen Medien oder alle anderen Leute, die irgendwen erreichen wollen, wir gucken da auf irgendeine Zahl und sobald diese Zahl, sag ich mal, das irgendwie decken kann, was wir letztlich an Entwicklungskosten da rein tun müssen, wird es wahrscheinlich auch eine Windows Phone Version geben, da bin ich mir sicher. Ich meine, momentan entwickelt sich das System ja doch relativ gut, was so die Verkaufszahlen der Devices angeht. Okay. Na, dann werden wir sehen, ob das Windows Phone am Schluss als Wii U oder als 3DS quasi für uns übrig bleibt. Ja. So, damit sind wir quasi durch, natürlich nicht durch 100%, aber ich glaube, durch einen ganz guten Prozentzahl bleibt noch das User-Blog der Woche. Das User-Blog der Woche, auch das hast, weiß ich, hast du schon gelesen. Ja, das ist auch sehr lesenswert. Ist quasi ein stellvertretendes Blog zu all dem, was wir gerade gemacht haben. Der Titel ist GameStar Plus ist da, einfach mehr bekommen. Das ist unser Werbeslogan, glaube ich. Ja. Dann folgt danach noch etwas, das ist im Grunde genommen eine Replik, eine Gegendarstellung. Manchmal so ein bisschen polemisch gegen den Artikel, den der Markus Schwertl geschrieben hat zum GameStar Plus Start. Das ist von Viniana und wir brauchen die Pinnwand. Julia, bitte, die Pinnwand. Volles Meter, ich nehme sie mal. Das wäre super. Und jetzt, hier ist das wieder Game. Da sieht man hier, das Teamwork stimmt bei der GameStar. Genau, ja, und das ist quasi, da wäre vieles von dem, was wir gerade diskutiert haben, alles so in einem Blogbeitrag zusammengefasst, warum er der Meinung ist, dass das mit der Werbung quasi von uns angestoßen wurde. Ne? Das heißt, die Werbung wurde erst nervig und dann kamen die Adblöcke und Blocker und nicht umgekehrt und so weiter und so fort. Sehr lesenswert, sehr bissig. Das ist Nutzerblog. Aber ich finde aber auch sehr überlegt. Also ich habe es auch gerne gelesen. Es gab übrigens noch einen ähnlichen, jetzt eher, sagen wir ja auch natürlich, aus unserer Seite, noch einen Foren-Kommentar, der quasi nicht in die gleiche Richtung ging, der quasi eher, sagen wir mal, unsere Seite verteidigt hat, wenn man so will, aber der im Prinzip genauso lesenswert ist wie den, der müsste es eigentlich noch daneben hängen. Die beiden, nee, ich finde ja auch den super. Ja, ich meine, weil wenn hast du den Werbeteufel GameStar? Das ist doch der, oder nicht? Nee, das ist der andere. Das ist hier GameStar. Der Werbeteufel GameStar ist der, der uns verteidigt quasi. Das ist der sagt... Ja, genau. Und das ist hier aber derjenige, der eher... Der die satirischen Sachen da mit den GameStar Plus Assets gemacht hat, ne? Das in dem User-Blog-Bereich. Das weiß ich gar nicht genau. Da gab es so viele. Ich glaube, der hier... Ja, das ist der unten drunter, der das Bild von Markus Schwertl so untertitelt hat mit so, der freundliche Chefredakteur möchte Ihnen GameStar Plus verkaufen, so in dem Stil. Also es gibt eine ganze Reihe von. Ja, es gibt auf jeden Fall einige schöne. Aber man merkt schon, wir haben sie uns alle gelesen. Also. Ja. Ich habe ja auch schon, glaube ich, zwei oder dreimal habe ich schon geantwortet in den Blog-Kommentaren? Nee, in dem Artikel von Markus. Ja, okay. Genau. FAQ haben wir auch schon gemacht. Also wir sind auf dran. Euch hören. Ja, ich glaube auch. Also wie gesagt, allein das Lesen dieser Kommentare hat Stunden gedauert. Von daher, man sehe es Daniel nach, wenn er gerade noch nicht hinterherkommt mit dem Kommentieren. Jetzt hat er aber auf jeden Fall schon mal viel Stellung bezogen. Das war's. Feedback Folge 6. Wir sind am Ende. Boop. Danke.